Ich aktualisiere mal meinen Charakter. Wir sind bei Stufe 11. Stufe 11, Modulo 3, gibt 2. 2 war hier, flup, flup. Und dann machen wir doch einfach mal weiter. So, da schnüffelt immer noch jemand vor sich hin. Also es bin nicht ich, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Wir putzeln hier ein bisschen die Gegend ab und lesen das nächste. Planetenkunde Band 1. Im System Erkura sind neben dem Hauptplaneten der Klasse M auch die unbewohnbaren Planeten Belenus, Benacus und Talvos. Alle haben 4 Monde und eine Helium-Xenon-Atmosphäre. 4 Monde und Helium-Xenon-Atmosphäre. Und Talvos stand doch in unserem Tagebuch, oder? L. Talvos. Informationen. Monde des Planeten Talvos. 4. So. K. Adrenalin. Nee, Adrenalin will ich jetzt eigentlich nicht. Ach, ich mache hier Vergeltungsschlag ein bisschen besser. So. Dann geht's hier oben weiter. Gibt's hier auch einen Computer? Ey, hier gibt's auch wieder 2. Klick. Systemkunde Band 24. Eine Dysonsphäre, benannt nach dem Physiker Freeman Dyson. Dyson. Ist ein hypothetisches Konstrukt, das einen Stern im Idealfall vollständig kugelförmig umschließt, um dessen Energie absorbieren oder umlenken und damit optimal nutzen zu können. Angelehnt an diese Theorie wurde eine Variante entwickelt, die den Namen Dyson-Schwarm trägt. Ein solcher Schwarm besteht aus einer großen Anzahl unabhängiger Solarkollektoren, die einen Stern umkreisen. Sie können gegebenenfalls externe Habitate versorgen oder eigenständige Habitate bilden. Zeitgeschichte im Überblick. Mit der Besiedlung der Erdkolonie Camulus, Neto, Condatis, Taranis und Erkura wurde eine neue Zeitrechnung eingeführt. Die Gründung der Allianz erfolgte im Jahre 5. Der Handelsstreit Neto... im Jahre 5. Punkt. Wieso geht's da klein weiter? Nee, Komma. Punkt sieht anders aus. Genau. Im Jahre 5, genau. Das E fehlt aber. Der Handelsstreit Neto Camulus dauerte vom Jahr 5 bis zum Jahr 12 NIK. Nach Inbesitznahme der Kolonien. Okay. Kann ich die auch wegmachen? Computer. Und dann geht's hier unten weiter. Und da gibt's auch noch einen Computer. Ja. Wenn ich da hinkomme vielleicht. Speichern wir vielleicht nochmal, jetzt haben wir so viel gelesen. Planetenkunde Band 3. Die Planeten im Taranis-System haben diverse Jahreszyklen. So kennt man auf Sulis 8, auf Anea hingegen nur eine Jahreszeit. So, ich glaube die... wieso geht da das Menü auf, wenn ich P drücke? Ich habe schon wieder Pingus irgendwie im Kopf und versuche hier mit P Pausen zu drücken und mache dabei das Menü auf. So. Die schnupfen hier noch vor sich hin. Ich dachte, ich hätte die weggebrutzelt. Irgendeiner lebt da noch. Also ich habe jetzt hier eigentlich alle Computersysteme ge... Wann stehen die auf? Wie stehen die auf? Warum stehen die nicht auf? Muss ich hier kaputt machen? Nee, eigentlich nicht, oder? Wäre ein bisschen dämlich. Naja, egal. So. Irgendwie fällt gerade meine Rate irgendwie total ab. Meine Aufnahmerate. Finde ich ein bisschen seltsam.
Naja, ihr werdet sehen, ob das da hier ruckelt oder nicht, das... Egal. So, hier nochmal. Nee, Quatsch, ich will ja erstmal die ganzen Leute hier wegbrutzeln. So. Das heißt, ich gehe hier rein. Und fang an, mal euch hier abzubrutzeln. Und ein bisschen die Flucht zu ergreifen. Wieder ein bisschen die Flucht zu ergreifen und weiter zu brutzeln und... Ach ja, mir fällt gerade ein, ich habe noch gar kein so richtiges Thema, über das ich mit euch reden möchte. Und es ergibt sich auch irgendwie gerade nicht so wirklich eins. Wäre natürlich viel interessanter, wenn wir irgendwie ein Thema hätten. Ihr könnt mir ja mal welche vorschlagen. Falls es euch interessiert, ich meine. So, da haben wir jetzt eine Energiezelle eingesammelt. Und... Den brutzeln wir jetzt auch noch weg und den brutzeln wir weg und so. Haben wir die alle weggebrutzelt. Machen wir mal alle Türen auf. Da liegt noch Ikarium rum. Das ist ganz schön faul, das Ikarium. Das liegt überall rum. Gut. Ja, war schlecht. Entschuldigung. Ja. So. Da ist die Krankenstation. Hier ist rot und da ist rot. Dann öffnen wir doch mal die Krankenstation. Wieso sind in der Krankenstation eigentlich immer Zombies? Ja, eigentlich keine wirklich ernsthafte Frage. Ich meine, ist ja logisch eigentlich. Weil diese ganzen kranken Arbeiter quasi in Quarantäne gekommen sind. Und hier liegt wieder Erste Hilfe rum bis zum Abwinken. Ich glaube, ich verkaufe da mal wieder was. Aber irgendwo gab es doch noch hier so einen Energiedinger, oder? Also, da sind zwei und da sind zwei. Hier müsste doch noch irgendwo... Genau, hier liegt doch noch eine Energiezelle. Ich wusste doch, dass es noch eine gibt. Und hier müsste auch noch... Ach, ein Rüstungsupgrade. Und eine Energiezelle. Also, ich kann vier Dinge verkaufen und eine Energiezelle. Und hier hinten müssten eigentlich auch noch ganz viele liegen. Ja, hier. Ich kann fünf Erste-Hilfe-Packs verkaufen. Ja. Gut, dann verkaufe ich mal fünf Erste-Hilfe-Packs und eine Energiezelle. Und dann werden wir das Zeug einsammeln und weiter auf Brutzeljagd gehen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und eins. Und hier habe ich jetzt quasi ein Duplikat. Dann kann ich den auch verkaufen. Hier habe ich noch ein eine Rüstungsaufwertung. Der benötigt Stufe 8. Der benötigt Stufe 5. Dann kann ich den auf jeden Fall auch verkaufen. Das hier ist okay. Die hier sind auch alle eindeutig... Nee, nicht ganz... 2, 5, den kann ich verkaufen. Aber jetzt sind alle eindeutig. Ausgezeichnet. Und dann geht's hier mal los. Sehr schön. Dann holen wir hier mal die Erste Hilfe ab. Ich neige mal wieder kurz zum Speichern. Ging ja fix. So, die Datenrate geht wieder runter. Sehe ich hier irgendwo Mülleimer? Nein, sehe ich keine. Ich laufe hier bloß mal kurz schnell rein, einfach nur zum Gucken, damit ich nichts übersehe. Okay. Hier ist ein Energie... Energie, Gesundheit. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich den jetzt nicht habe. Ich will den wegbrutzeln. Ich brauche doch die Erfahrung für später.
Gut. Hier müsste ja jetzt irgendwo auch noch... Ah ja, da oben war's. Genau. Da oben liegt ja jetzt noch 2 Gesundheit rum. Und dann können wir doch mal versuchen, ob wir dieses Rätsel jetzt gelöst kriegen. Gibt's hier noch einen Mülleimer? Ich sehe gerade keinen. Hier gibt's einen Mülleimer. Da war nichts drin. Hier gibt's eine Bank. Aber keinen Mülleimer. Gut. Will euch nicht lange auf die Folter spannen. Wir gucken, wie es hier... Oh, hier gibt's einen Mülleimer. Und da ist nochmal... Gut. Die lasse ich jetzt einfach liegen. Und wir schauen uns jetzt mal an, was wir eigentlich... Also erstmal werden wir hier die Chipkarte einführen. Und schauen wir uns mal an, was jetzt eigentlich der Clou war. Mitglieder Allianz 5. Oder? War noch 5, ne? Waren noch 5 Kolonien und die sind alle Mitglied der Allianz. Gut, Mitglieder der Allianz. Monde Tarvos waren 4. Jahreszeiten auf Anea waren 1. Also 5, 4, 1 müsste das Jahres sein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Und 1. So, bevor ich da jetzt reingehe, speichere ich noch schnell. Und dann geht's auch schon weiter. So, da oben sehe ich schon wieder die ersten Gegner. Einfach um sicher zu sein, gehe ich mal auf die andere Seite und gucke, ob da noch Gegner rumliegen, die ich vorher wegbrutzeln kann. Da sehe ich gerade keine. Also brutzel ich mal diese Gegner weg. Hier sind die Gegner auf jeden Fall schon mal etwas stärker geworden. Und auf Stufe 11. Da ist schon wieder so ein Spasti. Wieso schnallen die sich eigentlich so explosives Zeug auf den Rücken? Oh, ist ja so einer. Der hat mich ein bisschen erwischt. Das war nicht beabsichtigt. Der ist Stufe 8, der sollte relativ einfach sein. Komm zu Papa. Okay. Und dann sind wir hier und dann haben wir diesen Korridor eigentlich abgeerntet. Hier oben gibt es einen Speicherpunkt. So, dann flüchte ich mal und sag hier, zack. Ach, ich wollte eigentlich das sagen. Und wollte ich hier sagen. Dauert mir zu lange. Der hat mir jetzt auch die Gesundheit wieder kaputt ge... Oh, Helm-Aufwertung. Schauen wir mal wieder im Inventar nach, was wir da so haben. 3% brauche ich also nicht, denn ich habe hier 6%. Oh. Oho. Wesentlich besser. Und was habe ich da drin? Da drin habe ich Gesundheit plus 24. Das geht jetzt natürlich runter, allerdings kann ich jetzt hier Max Energie reintun oder Sprungkrafterholung oder Schild. Schild klingt gut. So. Ist hier erstmal Schild drin. Ich bin Stufe 11, das heißt, ich könnte eigentlich auch diese komische Waffenaufwertung. War doch Waffe, oder?
Max Energie. Könnte ich schon machen. Könnte ich aber auch lassen. Ich pack dich erstmal da unten hin und... Ja, ich könnte schon wieder verkaufen gehen, aber da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Ich wollte hier eigentlich runter... Nee, ich wollte da hoch, genau, ich wollte speichern.